Kuckuck, ich habe noch einen Haul und zwar den Haul aus dem Monat Juli von der lieben Cynthia aus der Gruppe Bastelkram 2.0. Da wollte ich euch noch zeigen, was ich mir diesmal alles dort ausgesucht habe. Ja, ich weiß, die gibt es jetzt mittlerweile bei uns auch zuhauf im Action, aber zu der Zeit gab es die bei uns halt gar nicht. Waren die überhaupt nicht zu bekommen und da ich noch welche brauchte für die liebe Daniela, hatte ich sie dann dort. Genau, ich habe zwar ein bisschen mehr bezahlt, als sie beim Action gekostet haben, aber das war mir in dem Moment dann auch egal. Ich glaube, 95 Cent pro Päckchen habe ich bezahlt. Zweimal die Prinzessinnen und zweimal Frozen. Die hätte ich jetzt halt auch zuhauf bekommen, aber was soll's. Dann hatte ich hier, da kann ich euch allerdings keine Preise mehr sagen. Die fand ich total witzig, diese Sticker mit Donuts. Die sehen richtig lecker aus, ne? Bekommt man Hunger auf Donuts. Was hatte ich denn noch? Dann das hier, das sind solche Hobelbildchen, so Transferdinger, da kann man mit so einem Stäbchen drüber und dann die irgendwo drauf rubbeln. Fand ich total witzig, die Motive. Dann habe ich hier, Moment, da muss noch ein zweiter sein. Weiß gar nicht, sind das auch Sticker oder was ist das genau? Das ist nämlich irgendwie so, dass man das hier abziehen kann. Ich glaube, das sind auch so Rubbelbilder. Mit Vögelchen. Die sind für jemand ganz Bestimmtes gedacht. Die gefielen mir gut. Vielleicht verbastle ich sie auch selbst für die Person oder sie bekommt sie mit in die Post. Muss ich mal schauen. Dann, das war so ein Dreier-Set. Oh, das ist durch das Holo schwer zu zeigen. Also da haben wir jetzt Blumen und Schmetterlinge. Spring, also so Frühlingsmotiv. Das hatte ich hauptsächlich auch wegen der Vögel genommen. So sieht man es, glaube ich, besser. Wegen der Vogelsticker. Das Set. Dann konnte ich an denen nicht vorbei. Die fand ich niedlich hier. Das ist eigentlich so für Nägel. Nail Art Sticker. Orangen, Ananas, Erdbeeren, Limonen. Und da ist, glaube ich, soll das ein Apfel oder eine Kirsche sein? Weiß ich nicht genau. Halt Früchte für die Nägel. Das hatte ich mir ausgesucht. Dann das gab es gratis. Das sind sowieso zwei. Ne, drei sind das sogar. Blümchen, Anhänger, die man an irgendeine Kette, Armband, Schlüsselanhänger, was weiß ich, dran machen kann. Die gab es gratis dazu. Die hatte ich mir ausgesucht. Hier so ein Beutelchen verpackt. Dann habe ich hier einmal so Schlüssel. Verschiedenen bunten Farben. Die fand ich schön und die sind sogar so frisierend. Also sie schimmern, das sieht man jetzt leider in der Kamera nicht so gut, aber die haben so einen Schimmer drauf. Die fand ich niedlich. Die kann man ja auch überall dran bammeln. Und wenn man mal irgendwas bastelt und den mit dranhängt oder so. Die gefielen mir. Dann diese. Die nutze ich ja gerne als Röckchen für meine Perlenengel. Die sind sogar so richtig schön kräftig blaue und grüne dabei. Da sind auch Farben bei, die ich glaube ich selbst gar nicht hatte. Scheint eine andere Mischung zu sein. Diese Blütenkelche, die nehme ich halt als Röckchen für meine Perlenengel. Aber das habe ich euch ja mal gezeigt, wie die dann aussehen. So, dann habe ich hier in Lila so kleine Rosenperlen, die man auch quasi auffädeln kann. In einem schönen Lila. Dann, die sind flach, sind so wie kleine Röschen. Die schimmern auch in verschiedenen Farben. Die kann man auch schön aufkleben. Gebe ich dann noch in dieser Farbvariante. Dann habe ich hier noch so gemischtes Bonbons, Eis, Cupcakes und so mit so Holopapier Sticker. Ein Tütchen. Die fand ich schick. Und hier, das sind glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre, so nachtleuchtende Sterne, die man irgendwo draufkleben kann. Verschiedenen Farben sogar. Das ist immer so ein bisschen wie eine Wundertüte, weil man am Ende des Monats, wenn das Päckchen kommt, schon gar nicht mehr weiß, was man sich eigentlich alles ausgesucht hatte über den Monat hinweg. Ähnlich wie beim Dieter. Aber da bin ich jetzt noch am Sammeln. Da kommt dann sicherlich auch noch mal ein Video zu, wenn das da ist. Also, das war der kleine Haul. War jetzt nicht viel diesen Monat. Aber immer mal was finde ich da schon.
von der lieben Cynthia, Bastelkram 2.0. Wollte ich euch noch zeigen, bevor ich wegräume. Und wir sehen uns demnächst. Tschüss!